Shalom Aleichem, täglichen Tanja, 5. Tammuz, 5782. Und das, was steht geschrieben in die Torah, ist nur unsere Ohren leicht zu machen, zu verstehen. Und sollen wir lernen von dem Fabel, von dem Licht, von der Sonne? Der Licht hat keine Bedeutung parallel zu der Sonne selbst. Und der heißt nicht Klal, der heißt nicht Regel. Also es gibt den Grund und den Einzelheit. Klal, dem allgemeinen Regel, und dem Pra, die Einzelheiten. Und so alle Eigenschaften von Hashem, HaKodesh Baruch Hu, Hashem gelobt sei er, der Heilige, er, seine Weisheit, seine Wille, haben keine extra Namen für sich selbst. Es ist alles nur für uns, für den Ivraim, für die Geschöpfe zu verstehen, für die Obersten, für die Engel, die Malachim. Sie haben bestimmten Namen von Hashem, die sie können. Und für uns, das sind die besonderen Shemot. Es gab immer besondere Tzadikim. Sie wurden genannt Baal Shem. Baal Shem in Michelstadt, Baal Shem Tov, Rabbi Lio Baal Shem. Was heißt Baal Shem? Sie konnten die Shemot sehr gut und sie konnten es um mehr Licht, Strenge, Kraft, Heilung zu bringen in diese Welt durch die Kabbalah. Aber das ist nicht von Hashem, es ist nur für uns gemacht. Das Hashem hat das damit geschafft, die Welt. Und Hashem belebt es nach seinem Wille, nach seiner Weisheit, nach seiner Vernunft und nach seiner Meinung. So wie es steht geschrieben in dem Midrash, mit 10 Dingen wurde die Welt geschafft, mit Vernunft, mit Weisheit, mit Anerkenntnis etc. Und so wie es steht geschrieben in dem Prophet, Hashem bechochmo yosad eretz, Hashem wurde mit Weisheit die Welt geschafft, koinen shomayim bitvuno, er hat gemacht den Himmel mit Vernunft. Und mit seiner Meinung, die ganzen Grundlage von der Erde wurde geöffnet. Und so wie es steht geschrieben in Patach Eliyahu, das wollen wir noch lernen, Besrat Hashem irgendwann ausführlich, dass Hashem schuf die Welt mit Esser Tikkunim, mit 10 Kräfte, die korrigieren die Welt. Wir nennen das Esser Sefirot, die 10 Sefirot. Damit führt er die Welt, die verborgene Welt und die offene Welt. Das wird genannt die Olmen de Isgalien, die Welt, die wir erkennen. Wir allmen die Stimmen und die Welt, die wir nicht verstehen. So wie die Meer, was wir nicht sehen, heißt Alma di Itkasia, die verborgene Welt. Und die Welt, wie wir sehen hier, wir behaupten, das ist die Welt, die wir verstehen. Aber es ist eventuell ein bisschen nah zu unserer Meinung. Shkoyach.